Also das war eigentlich meine Einführung, dass ich Ihnen erklären wollte, dass es ausgesprochen gefährlich ist, wenn man eine Archäologin zu einer Daria Grand Tour einlädt. Archäologen leben den Großteil des Jahres in der Vergangenheit, seltener in der Jetztzeit. Und eigentlich habe ich gerade schon Herrn Horstmann gesagt, dass ich mich hier natürlich in diesem unendlichen analogen Wissen unendlich wohlfühle, mit Blick auf den Apoll von Belvedere und natürlich auch eine der Herkulanerinnen. Und jetzt haben wir das technische Problem in großartiger Form bewältigt. Ich bin unendlich glücklich und beginne mit einem Vortrag, der mich vor große Herausforderungen gestellt hat. Denn was sind eigentlich die Herausforderungen und Perspektiven der Digital Humanities? Und ein interessantes Problem ist natürlich, wenn Sie eine Archäologin einladen und fragen, was ist eine Grand Tour oder Sie auf eine Grand Tour schicken, dann fällt einem als erstes natürlich als Archäologin die wirkliche Grand Tour ein, die Bildungsreise, die Adlige und später Bürgerliche um das Mittelmeer führte in die Regionen, erst Italien natürlich, später kam auch Griechenland dazu. Ich möchte natürlich jetzt nicht in dieser Vergangenheit die ganze Zeit verweilen, sondern habe mir dann gedacht, was sind die Sehenswürdigkeiten einer Grand Tour nach Göttingen? Und als klassische Archäologin fällt mir dann natürlich als erstes das virtuelle Antikenmuseum ein. Die Abgüsse sind ja vielleicht auch aus dem Besitz von Daniel Gräbler hier aufgestellt. Also er hat die Obhut hier in Göttingen darüber. Und es ist ein ganz frühes Tool, auch eine Lernumgebung, mit der ich dann, das fing glaube ich 2002 an, auch meine Studenten am Anfang behelligte. Zu den Abgüssen und zur Archäologie komme ich später noch einmal zurück. Eine andere Sehenswürdigkeit, topografisch kann ich es nicht richtig verorten, ich sage jetzt einfach mal, die ist da. Auf der anderen Straßenseite ist der Rat für Informationsinfrastruktur. Und zu diesem Rat für Informationsinfrastruktur werde ich in einem ersten Teil etwas sagen, natürlich nicht in der Tiefe, wie es der Vorsitzende, Herr Professor Rienhoff, tun würde und könnte, sondern eher ein wenig oberflächlich, um dann zu der Archäologie als einer sehr speziellen Geisteswissenschaft zu kommen, wie Sie gleich feststellen werden. Der Rat für Informationsinfrastruktur wurde von der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz 2014 eingesetzt, um in einer sehr spezifischen Situation aktueller Herausforderungen die Politik in ihren Entscheidungen zu beraten und gleichzeitig auch Perspektiven aufzuzeigen. Sie finden die grundsätzlichen Fragestellungen und Aufträge natürlich in den politischen Papieren, aber auch auf der wunderbaren Homepage. Wir beschäftigen uns im Rat natürlich vor allem mit dieser Perspektive der Politikberatung, über die ich nicht reden werde, aber auch damit, wo befinden wir uns eigentlich heute, wenn man Herausforderungen aus der Vergangenheit heraus auch definiert. Und wie Sie wissen, fing eigentlich alles mit dem Sputnik-Schock an. Als die Sowjetunion eben den ersten künstlichen Erdsatelliten erfolgreich in die Erdumlaufbahn befördert hatte, führte dies auf der östlichen Seite des Eisernen Vorhangs zum Jubel und auf der westlichen Seite zu grundlegenden Schockreaktionen. Es war ein ziemlich unsanftes Erwachen, das plötzlich die Bedeutung von Information, Bildung und Forschung und natürlich vor allem die Defizite in diesem Bereich hervortreten ließ und vor allem als erste die Amerikaner aufschrecken ließ. Und dieser Sputnik-Schock 1957, das wissen Sie alle viel besser als ich als Archäologin, hatte dazu geführt, dass man 1958 schon die Advanced Research Project Agency gründete und dann auch 10 Jahre später das erste Netzwerk, das ARPANET, entwickelt wurde. Also von dieser Agency entwickelt wurde, daher ARPANET. Was viel bemerkenswerter ist, mit einem Blick auf Westdeutschland, den ich jetzt als einzigen vertrete, ist, dass auch die Deutschen festgestellt haben,
dass der Sputnik-Schock auch Sie betrifft. Und erstaunlicherweise hat es als allererstes mal der Bundesrechnungshof festgestellt. Ich weiß nicht, wenn Sie, wie ich, eine Behörde leiten, haben Sie den so oft als Gast, der Sie berät und natürlich auch prüft, dass Sie das in besonderem Maße bemerkenswert finden. Und dann passiert es, dass man 1963 ein Referat am damaligen Bundesministerium für wissenschaftliche Forschung gründete. Und wenn Sie dann wie ich, das Deutsche Archäologische Institut gehört als Bundesbehörde auch zu einem Ministerium, die ministerialen Mechanismen kennt, können Sie sich vorstellen, dass die Gründung eines Referates relativ schnell auch dazu führt, dass man das erste Grundsatzpaper natürlich verfasst. Ministerien sind natürlich nicht ganz so schnell und dann hat schon noch 10 Jahre gebraucht, allerdings auch unter wissenschaftlicher Beratung, dass das erste Programm der Bundesregierung zur Förderung der Information und Dokumentation, liebevoll IUD-Programm genannt, publiziert wurde. Und das Interessante daran ist eigentlich, dass man damals aus diesem Schock heraus, aus der Frage, was brauchen wir an Information und Dokumentation, nicht nur digital, sondern auch analog, das war beides natürlich in den 70er Jahren gemeinsam gedacht, an Schwerpunkten, also was sind die thematischen Schwerpunkte, die man dort setzen muss, und man definierte diese Schwerpunkte, die teilweise wirtschaftlich, teilweise wissenschaftlich gesetzt waren und hat empfohlen, dass man zu diesen thematischen Schwerpunkten Fachinformationszentren einrichten sollte. Das heißt, es gibt wirklich einen Top-Down-Prozess, ein Regierungsprogramm, was zur Einrichtung von Infrastrukturen führte. Und das bekannteste oder die bekannteste dieser Infrastrukturen, die Sie alle natürlich kennen, ist das FIZ in Karlsruhe. Und dann kommt es zu hochinteressanten Reaktionen, denn 1986, also nicht mal 10 Jahre später, hat man es wieder zurückgenommen, das Ganze. Wir kommen in eine Situation, in der man sehr viel stärker wirtschaftlich denkt und sich fragt, wie viel muss der Staat eigentlich in diesem Bereich der Bereitstellung von Information und Infrastruktur einsetzen? Oder ist es eigentlich ein Markt, in dem der Staat nur die Rahmenbedingungen setzt, und in welchen Bereichen sollte man eigentlich Privatinitiative zeigen? Es wurden dann überlegt, dass man jetzt im Kontext, witzigerweise auch wieder im Kontext einer Bundesrechnungshofsbegehung, dazu überging, dass man das Programm der Einrichtung von Fachinformationszentren wieder einstellte und die existierte, teilweise modifizierte und eben sagte, das ist keine staatliche Aufgabe, das ist eine privatwirtschaftliche Aufgabe, Informationen bereitzustellen. Und dieser Wirtschaftstrend, der bleibt in den folgenden Regierungsprogrammen eigentlich bestehen. Er bleibt prägend, ändert sich aber immer stärker in Richtung auf technischen Ausbau. Das prägt die bundesrepublikanischen Programme bis heute, Breitbandausbau und so weiter. Aber dennoch, also Fachinformation wird, man kann es da schwach sehen, als Produktionsfaktor verstanden. Parallel zu diesen Regierungsprogrammen ist eine Entwicklung, die Sie alle kennen. Wir haben eine Entwicklung, es gibt gar nicht so viele Statistiken, dass natürlich die Zahl der Internetnutzer und auch die Zahl der Websites, die angeboten werden, zwischen der Mitte der 90er Jahre und dem Ende der 90er Jahre, der Jahre um 2000, 2001, stetig anwächst. Das Gleiche ist untersucht für Repositorien, hier mit dem Schwerpunkt, wer hat eigentlich Repositorien eingebaut. Sie sehen, es fängt von den Unis ausgehend an. Es gibt einen Schwerpunkt in Repositorien, die neu, also gelauncht werden, nicht welche, die, also es ist jetzt keine Kurve, die das Anwachsen zeigt, sondern zeigt, dass man genau in diesem Bereich der 90er Jahre über 2000 hinaus
einen großen Anstieg verzeichnen kann von neu ins Netz gestellten Repositorien. Man kann das Ganze auch ein wenig anders darstellen. Die Universitäten sind in diesem Bereich, dem Untersuchungszeitraum, führend. Es kommen zunehmend außeruniversitäre Einrichtungen dazu. Was auch dabei zum Tragen kommt, ist, dass viele dieser Repositorien und Entwicklungen am Anfang, darauf hatte Herr Thaler, glaube ich, das letzte Mal in Berlin schon hingewiesen, von Einzelpersonen, von Einzelentwicklern ins Leben gerufen wurden und die es vor allem dann auch systematisch vorangetrieben haben. Und dann kam es natürlich, wie wir noch alle viel besser wissen, zu einer immer weiteren technologischen Veränderungen des Netzes, zu immer mehr Zugriffen. Und es stellte sich die grundlegende Frage für alle diese Anbieter, teilweise bis heute, wie kriegt man diese alten Angebote, die ja sehr gut sind, viel Information enthalten, auf einem besseren technischen Standard? Das ist das eine. Und das andere ist, was machen wir eigentlich mit dem naturgegebenen demografischen Faktor, den die meisten von Ihnen jetzt nicht widerspiegeln, aber viele dieser Kolleginnen und Kollegen, die so in den 80er, 90er Jahren anfingen, gehen in den Ruhestand und damit stellt sich die Frage, was passiert eigentlich mit ihren Angeboten? Das heißt, es ist ein gewisser Druck entstanden, die Datenmenge steigt, es gibt gewisse strukturelle Entwicklungen und Probleme. Und wir haben dann im Rat für Informationsinfrastruktur intensiv die Papiere zusammengestellt und gelesen. Und das Schöne ist, man hat dann natürlich auch ein Ansteigen der Reflexion. Das ist keine vollständige Statistik, aber eine Statistik, die zeigt, wie das Schreiben von Empfehlungspapieren, Reflexionspapieren zu dem Ansteigen des Problems auch ansteigt. Und ich habe mir den natürlich Scherz erlaubt, die ESFRI Roadmap auch mit reinzunehmen. Das heißt, es gab eine erste Statement 2.6, ein zweites 2.10 und 2.11 sind Sie ins Leben getreten, wenn Sie Dariologen sind, ne, und sich mit diesem Themenbereich beschäftigen. Und auch das ist ja eine Maßnahme gewesen, um den Wildwuchs, die Vielzahl der Entwicklungen zu bündeln, zu strukturieren und Tools für die Geisteswissenschaft anzubieten. Übrigens bedeutet der Abfall in der Statistik 2015 nicht, dass keine Papiere mehr produziert werden. Eigentlich werden immer mehr produziert. Wir haben da nur irgendwann im Frühjahr aufgehört zu zählen. Also das darf man jetzt nicht so wörtlich nehmen. Und was im Endeffekt dabei rauskommt, ist, dass im Moment, so jedenfalls unsere Analysen, die Herausforderungen in den Grundsätzen alle beschrieben sind, allerdings die Lösungsansätze divergieren, und zwar in einem gar nicht so unspannenden Maße. Also es ist immer die Frage, was soll top-down, wie damals, ne, bei dem ersten Regierungsprogramm gemacht werden? Was wird aus der wissenschaftlichen Community heraus entwickelt? Was sind eigentlich die Tools? Geht es über Projektförderung oder Institutionen? Geht es über Kreativität und Vielfalt? Heute habe ich viel davon gesehen, von diesem kreativen Ansatz. Oder brauchen wir Standardlösungen? Geht es um individuelle Lösungen, weil Forschungsfragen sich unterscheiden, oder über holistische Ansätze? Was daraus nun abzuleiten ist, das ist nicht mein Job, das eben vorzutragen und auch nicht meine Aufgabe, das ist die Aufgabe des Rates, der ein sehr breites Spektrum von Fächern, aber auch Institutionen vertritt, damit nicht eine Perspektive drin hat, auch die politische Perspektive mit drin hat, auch die Perspektive im Grunde der Ministerien, die zuständig sind und die natürlich vertreten werden von Professor Rinhoff und von Professor Brünger-Weiland. Und natürlich ist das, was ich hier gesagt habe, auch nicht allein meine Überlegung. Irgendwie hat das Dings hier das ein bisschen abgeschnitten. Sie können es aber auf der Homepage alles nachlesen, sondern es ist die Arbeit vieler und sie geht vor allem sehr viel mehr in die Tiefe, als ich es jetzt sozusagen sehr oberflächlich dargestellt habe. Zusammenfassend allerdings ist zu sagen, wir haben eine aus einer gewissen Entwicklungsdynamik entstandene Situation. Wenn Sie naturwissenschaftliche Daten parallel kartieren würden, würden Sie sehen, in welchen gnadenlosen Mengen im Moment
Naturwissenschaftler mit einer Explosion von Daten in ihren Datenbanken, wie zur Sequenzierung von Genen und so weiter, zu kämpfen haben, sodass wirklich die Frage besteht, wie löst man es auf? DARIA ist eine spezifische Lösung, die in den Forschungsprozess geht. Die Repositorien, die jetzt vor allem auch verstärkt an Bibliotheken entwickelt werden, weiterentwickelt werden, haben wir heute auch einiges schon gehört, ist ein anderer Lösungsansatz. Und darin sich zurechtzufinden und eine Position zu beziehen, ist nicht ganz so trivial, aber der Rat wird es richten, hoffe ich. Und wir sind zumindest dabei, es zu erarbeiten. Und zwar nicht einfach nur aus dem Bauchgefühl heraus, sondern wirklich aus einer sehr grundlegenden Analyse. Das ist sozusagen eine Facette dessen, was ich auch als Mitglied des Rates im Moment mache. Die andere ist, dass ich eine, wie gesagt, Behörde leite, eine etwas skurrile Behörde, die 1829 im Grunde gegründet wurde mit dem Instituto Correspondenza Archeologica in Rom. Der Direktor ist auch im Beirat von DARIA und die deswegen noch ein bisschen merkwürdiger ist, weil sie 1874, also wenn wir sagen, wir sind nach dem Krieg irgendwo als Bundeseinrichtung entstanden, meinen wir immer den von 70-71 und nicht den Zweiten Weltkrieg. Das heißt, wir haben eine etwas längere Tradition und haben dadurch natürlich auch eine spezifische Form, wo wir hier mit manchen Facetten fast mithalten könnten, also unendliche Ansammlungen analoger Informationen zur Archäologie in quasi jeder Form. Wir sind heute, nur damit Sie verstehen, warum ich gleich manche merkwürdigen Dinge sage, mit Standorten weltweit präsent. Sie können sich vorstellen, manche Situationen sind etwas schwierig, wie zum Beispiel in Damaskus, in Sanaa oder auch in Bagdad. Dennoch arbeiten unsere Einrichtungen weiter und weltweit sind wir so von den Osterinseln bis zu den Salomonen tätig und präsent. Und damit komme ich, einen Moment davon abgehend, zu einer komischen Facette der Archäologie als Geisteswissenschaft. Sie wissen, wir haben sehr früh angefangen mit Großgrabungen Ende des 19. Jahrhunderts, hier ein Ausblick zu Olympia. Heute wird es nicht mehr in diesem Stile gemacht, dass man quasi Hunderte von Arbeitern anstellt, um ein ganzes Heiligtum in relativ zügiger Form freizulegen und die entsprechenden Funde auf Säulen zu stapeln, sondern es wird sehr viel genauer natürlich analysiert und es werden auch naturwissenschaftliche Analysen erhoben. Was aber Archäologen vor allem machen, ist, dass wenn sie Objekte auf einer solchen Grabung finden, die einordnen. Das heißt, sie müssen sie zeitlich, aber auch kulturräumlich einordnen. Und um dies tun zu können, haben sie Formen geschaffen, von denen eine eben hier in Göttingen besonders berühmt ist, nämlich die Abgusssammlung, dass man die Objekte, die man findet, mit anderen Objekten, die überall verstreut sind im Mittelmeerraum, vergleichen kann, indem man sie wirklich physisch in echt 3D, ne? Wunderbar analog vor sich hat, oder eben in Fotografien, in Zeichnungen und so weiter. Dieses Spektrum hat sich heute verändert. Wir setzen immer mehr Verfahren ein in der Forschung, in der Analyse, indem wir heute Forschungen haben, die mehr oder weniger Hightech-Unternehmen sind. Also jeder Archäologe hat jetzt so seine Privatdrohne, um archäologische Stätten wie hier Karakorum digital zu erfassen, 3D zu scannen aus der Luft oder um aus verschiedenen Fotografien 3D-Modelle zu kreieren. Herr Thaler würde jetzt sagen, naja, das ist noch keine, sind keine Digital Humanities, das hat auch das letzte Mal in Berlin gesagt. Nein, das ist der Einsatz von Elektrogeräten zur Dokumentation. Das hat nichts miteinander zu tun. Ne? Das ist erstmal eine Basis. Und natürlich gehört es dazu, wir haben heute Beispiele gesehen zum Geo-Server, der auch in DARIA entwickelt wird und entwickelt ist. Natürlich gehört es dazu, dass man bei bestimmten Forschungsformen wie dem Survey, wo man systematisch Landschaften hier den Süden Katars begeht,
Daten erhebt und dann natürlich in einem Geoinformationssystem niederlegt, um sie hinterher auswerten zu können. Katar ist nun ein etwas auch für Archäologen sprödes Forschungsgebiet, weil nach einem Klimawandel im 5. Jahrtausend die arabische Halbinsel trocken gefallen ist und sie quasi Oberfläche haben. Und 40 Zentimeter tiefer landen sie im 4. Jahrtausend. An der Oberfläche ist es nicht sonderlich aufregend, wie die kleinen Bilder vielleicht dokumentieren können. Man hat es vor allem mit Brunnen, die nicht leicht datierbar sind, oder mit Beduinenlagerplätzen zu tun. Das heißt, ein Archäologe heute macht Hightech und versucht sozusagen mit modernsten digitalen Methoden Daten zu erheben. Dann allerdings tut er etwas, was sozusagen unsere Deformation professionell schlechthin ist. Er bildet aus allem, was er findet, Reihen. Und da die Beduinenlagerplätze in Katar eher moderne Phänomene sind, also keine antiken, muss man dann eben auch zur Datierung von Pepsi-Flaschen, wie sie links gefunden wurden, wahrscheinlich um 1950, eine schöne Serie bilden von Flaschenformen, von Logoformen und so weiter. Nun ist das relativ unterkomplex, weil es sich um eine einsame Flasche handelt und eigentlich auch sehr gute dokumentierte Vergleichsflaschen und auch Selbstdarstellungen. Viel schwieriger wird es, wenn Sie richtig in die Archäologie einsteigen und eben nicht eine schöne Flasche finden, sondern Tonnen von Keramik. Das ist ein gnadenloses Geschäft. Sie finden nicht eine, Sie finden Tausende in kleinen Grabungsschnitten. Und dann geht es darum, wie geht man damit um, sortieren, identifizieren, signifikante Stücke herauszufinden, um sie dann, klar habe ich schon gesagt, in Reihen zu legen. Und dann ist natürlich klar, dass der Archäologe, wenn er das Ganze in Reihen legen muss, früher in emsiger Form, hier ist es so schön hinter Glas, aber die Bücher aus dem Regal gezogen hat und Stunden gesucht hat, bis er die gleiche Kantenform eines Gefäßes irgendwo gefunden hat, wo es vielleicht datiert ist, um es einzuordnen. Also sind Archäologen relativ früh, wie hier auch in Göttingen, auf die Idee gekommen, die Sachen digital zu erfassen, die sie haben. Eine Datenbank kennen Sie vielleicht, das ist Arachne, die Datenbank, die 1994 ungefähr in Köln einsetzte, nach einem Vorläufer in den 70er Jahren, der witzigerweise Golem hieß, und wo man versucht hat, mit Lochkarten sozusagen die vielen Tausende, Hunderttausende von Fotos von Objekten findbar zu machen digital. Ab den 90ern ging es leichter und diese Datenbank Arachne, die auf FileMaker mit einem Mac anfing, entwickelte sich zunehmend zu einem stabilen Netzwerk, was man auch gut verwenden konnte, und fusionierte irgendwann mit den Datenbanken des DRI und ist heute relativ umfangreich. Man hat im Moment um die 15.000 angemeldete Benutzer mit 250.000 Zugriffen, viele natürlich eher so Fehlirrläufer, aber 118.000 ernsthaften Suchen im Jahr. Und jetzt können Sie ahnen, was der Archäologe als nächstes haben will. Also wenn man schon die ganze Lebenszeit damit verbringt, Vergleiche zu suchen und Reihen zu bilden, sind wir natürlich hoch interessiert an jeder Form automatisierter Bilderkennung. Das wäre sozusagen immer unser Wunschtraum, dass man so wie bei Facebook Gesichtserkennungen, die ja auch gerne an Grenzen mittlerweile eingesetzt werden, damit man auch wiedererkannt wird, wenn man versucht, ein- oder auszureisen oder irgendwo in der Stadt, in der flächendeckenden Videoüberwachung auftaucht in irgendeinem Land, dass man also identifizierbar wird. Das ist so das Traumziel eines Archäologen, dass er mehr oder weniger seine Scherbe nur noch vielleicht kurz an den Scanner hält und dann kriegt er die Vergleichsstücke. Da wird auch viel Entwicklungsarbeit betrieben. Es gibt aber auch einen anderen Punkt, warum uns das neben der Wissenschaft, um zum Beispiel zu datieren, um Objekte kulturell zu bestimmen, warum uns das gerade extrem umtreibt. Warum es uns extrem umtreibt, hängt damit zusammen, dass wir in vielen Ländern natürlich in hohem Maße es mit Raubgrabungen zu tun haben.
Das sind Bilder aus Syrien. Sie kennen Dura-Europos, ein Ausschnitt einer Stadt im Osten Syriens, jetzt IS-Gebiet, oben in dem Normalzustand als Luftbild und unten im Bild oder das, was im Vordergrund ist, was aussieht wie ein Schweizer Käse. Die ganzen Stadtviertel, die Stadtmauer läuft einmal quer durchs Bild, durchwühlt, mit Raubgräberlöchern durchzogen. Es wäre aber jetzt unfair zu sagen, das ist ein Problem allein Syriens. Auch in Deutschland wird gnadenlos Raub gegraben, Sonnengänger durchwühlen, was sie nur irgendwie können. Aber Syrien bringt einen natürlich vor ein anderes Problem, also der illegale Handel. Und hier gerade in Göttingen wurden ja auch wichtige Ausstellungen dazu gemacht, um auf das Problem hinzuweisen, ist wahrscheinlich der drittgrößte illegale Markt nach Waffen und Drogen. Wahrscheinlich auch, weil beides zusammengeht. Also wenn man schon so einen illegalen Transport macht, wird meist alles, was man illegal transportieren kann, mit dazugepackt. Und so interessiert es uns natürlich, was könnten wir dazu beitragen durch automatisierte Bilderkennungsverfahren, um Artefakte, die auftauchen im Kunsthandel, auch zu identifizieren und vor allem dem Zoll dabei zu helfen. Das, was Sie hier auf dem Bild sehen, ist unterkomplex. Also jedes Erstsemester, dem kann man beibringen, dass es Grabreliefs von Palmyra, von den Grabtürmen identifizieren kann. Die sind so charakteristisch, dass es kein Problem zu sagen, ah, Palmyra. Ne? Aber Sie müssten, wenn Sie jetzt eine Rückgabeforderung stellen wollen, das sind hier Objekte, die bei der illegalen Ausfuhr im Libanon festgesetzt wurden vom libanesischen Zoll, müssten Sie das einzelne Objekt identifizieren können. Das heißt, Sie müssten dann hinterher, wenn es in Deutschland auftaucht, den syrischen Kollegen die Chance geben, dass sie sagen können, naja, das war genau das Glas, was ich von unten nur mitgebracht habe. Ich demoliere gerade hier die wunderbare Bibliothek, macht nichts. Ich mache ein bisschen sauber. Ne? Es ist sozusagen ein Interesse, was wir jetzt aktuell haben. Und man muss sagen, die internationalen Organisationen wie ICOM, also eine internationale Vereinigung der Museen, publizieren diese Red List, sodass man zumindest für die Länder am Zoll so einen kleinen Flyer hat, dass man sagen kann, das ist typisch für den Irak, das ist typisch für Syrien, sodass man es festsetzen kann. Es hilft aber nichts, um das einzelne Objekt zu identifizieren. Das heißt, wir haben ein wissenschaftliches Interesse und wir haben gleichzeitig aber auch ein sehr kulturpolitisches Interesse im Moment. Ein weiterer Bereich, in dem uns im Moment diese Fragen von automatisierten Bilderkennungen in besonderem Maße umtreibt, ist das, was man Damage Assessment nennt. Wir haben die Situation hier an einem Beispiel, ein Siedlungshügel im Südirak im Jahr 2001 und links und im Jahr 2005, das heißt nach dem Irakkrieg von 2003, der ebenfalls in einen Schweizer Käse verwandelt wurde, das heißt einmal durch Raubgrabungen völlig zerstört wurde. Wir haben damals zusammen mit einem Fraunhofer-Institut eine Analyse auch gemacht dieser Satellitenbilder für die UNESCO, um einfach zu sagen, wo wird eigentlich zerstört, wo wird Raub gegraben. Nun ist es aber nicht nur sozusagen so ein gewisser archäologischer Masochismus, dass man sich damit beschäftigt, die Zerstörungen zu dokumentieren, sondern es hat natürlich auch einen ganz gezielten Sinn, weil Sie sagen können, wenn das Gebiet raubgegraben ist, dann wissen Sie, was da für Objekte eigentlich rauskommen und dann können Sie natürlich die entsprechenden Ermittlungsbehörden viel besser unterstützen und den illegalen Kunsthandel viel besser unterwandern. Es gibt aber noch eine andere Facette, in der das zum Tragen kommt. Wir haben taggenau Satellitenbilder analysiert für den Nordirak, für das IS-Gebiet des Iraks, also vom IS besetzte Gebiet des Irak. Und wir können sehr genau nachweisen,
dass zum Beispiel Anfang März 2015 IS in großem Maße propagandistisch verkündete, er zerstört jetzt die Antiken. Allerdings auf Bildern noch im also April 2015 noch nichts passiert ist. Also das ist einmal links und rechts diese Luftbilder, Satellitenbilder, da sehen Sie eigentlich, sind die Strukturen noch da. Und erst sehr, sehr viel später, im August, fing die Zerstörung wirklich an. Und dann fängt man natürlich an nachzudenken, warum eigentlich, ne? Also man analysiert diese Zerstörung und sieht, die kündigen im März an und es passiert nichts, ne? Und irgendwann im August machen sie es dann wahr. Was da passiert ist, ist, dass der IS eine sehr perfide Strategie hat, nämlich immer darauf zu achten, dass nachdem er es angekündigt hat, erstmal abzuwarten, was sagt eigentlich die internationale Presse, wie reagieren wir. Ne? Und erst wenn das richtig erfolgreich ist und die inszenierten HD-inszenierten Filme der Zerstörung bei uns die Reaktion hervorgerufen haben, fangen sie an. Das heißt, erst in dem Moment, in dem ein paar, also ich habe auch ein paar weniger kluge Kollegen in der Archäologie, die bemerkten mit einer gewissen Häme, ja, als ihr da in Mosul die Statuen umstürztet, das waren ja alles Abgüsse. Ne? Ja gut, das wussten wir auch, das sah man auch in dem Video. Aber als man dann so richtig das durch die Presse gab, fing dann der IS an, die Originale zu zerstören. Das heißt, wir haben eine Situation, was jetzt so Digitalität angeht, wo wir einerseits sehr klar durch die Analyse sehen, wie diese Vorgänge ablaufen und gleichzeitig in einer Welt leben, in der wir bei aller wunderbaren Vernetzung eigentlich gar nicht in einer unschuldigen Welt leben, weil natürlich vor allem die deutschen Teilnehmer am IS durchaus auch die Presse verfolgen und durchaus wahrnehmen, was passiert da eigentlich, was wird da eigentlich, was evozieren wir an Reaktionen, wie nimmt die internationale Öffentlichkeit das wahr. Das heißt, das ist ein Riesenthemenfeld, was uns im Moment umtreibt und was uns natürlich auch umtreibt im Hinblick auf die Zerstörungen und die Frage, wie geht man damit um? Also wir sind ja Spezialisten für Zerstörungen, wir haben es ja selber provoziert durch den Zweiten Weltkrieg und haben dann sehr unterschiedliche Modelle geschaffen. Und es gibt ja jetzt gerade, wenn Sie an Digital Humanities Projekte in der Archäologie denken, sehr, sehr viele wunderbare Projekte, die eben sagen, wir machen jetzt 3D-Modelle von Palmyra und dann drucken wir das alles aus. Ne? Die verschärfte Variante dieser Projektvorstellung ist, wir geben Syrern Kameras, hochauflösend ist so ein bestimmtes britisch-amerikanisches Projekt und die machen dann auch Bilder von dem, was der IS nicht gemacht hat, also nicht zerstört hat und dann können wir da entsprechend 3D-Modelle rausmachen. Die NGOs aus Syrien haben dann treffsicher gesagt, ihr seid echt naiv, wer mit einer Spezialkamera in Syrien erwischt wird, überlebt das nicht und Sie können sich, Sie kennen ja vielleicht die Bilder aus dem Internet, vorstellen, was demjenigen passiert. Das heißt, es ist eine merkwürdige, fast schon so ein Projekthype, der da entsteht von einer Vorstellung, man kann die Dinge eben reproduzieren. Und da fängt es jetzt an, geisteswissenschaftlich spannend zu werden, denn wenn wir den Gedanken zulassen, dass wir alles, was wir digitalisieren können, eigentlich nicht mehr wirklich brauchen, dann würden wir Herrn Horstmann jetzt seine Bücher wegnehmen und vielleicht ein zweites Mali daraus machen. Oder wir würden im Kölner Dom zum Beispiel einfach die Bauhütte einstellen, weil wozu braucht man die noch? Wenn wir ihn 3D gescannt haben, können wir ihn hinterher wieder ausdrucken. Zwischendurch lassen wir ihn dann zerfallen. Sehen Sie, also das ist eine hochinteressante Debatte, die da mit einer gewissen Leichtfertigkeit geführt wird und die an so vielen Realitäten einfach vorbeigeht. Der Realität der Menschen vor Ort, die wir sehr gut kennen, weil wir Kontakte haben nach Syrien rein, aber auch eine ganz merkwürdige Diskussion
eigentlich eröffnen in der Beliebigkeit, was eigentlich kulturelles Erbe ist oder ob es ersetzbar ist. Also man kann es durch einen Abguss ersetzen, klar. Und eben hörte ich, dass auch hier in Göttingen sowas mal passiert mit Büsten und so, die zerschlagen werden, also von eher auch Randalierern und Betrunkenen, aber wo man dann im Grunde sich fragt, wie kann man solche Denkmäler eigentlich schützen und wie gehen wir damit um? Nun haben wir alle, und diese Bibliotheken, die Abgusssammlungen, die Fototheken, die wir haben, sind ein Beispiel, irrsinnige Bestände, also aufgebaut an Bildern, an Dokumentationen, was dabei immer vernachlässigt wird. Und wir können sehr, sehr schöne Reihen bilden von Palmyra-Bogen vor der Restaurierung, nach der Restaurierung der 60er Jahre und mit der wiederum zerstörten Restaurierung und den teilweise zerstörten auch der Originale. Das heißt, das, worum es geht, ist, dass man diese Bestände natürlich digitalisiert und in entsprechenden Denkmalregistern bereithält. Und das ist keine sehr neue Idee. Das ist eine Idee, die als allererstes Friedrich Schinkel 1815 schon in einem Memorandum zur Denkmalpflege formuliert hat, der sagte, auch man kann nur das schützen, was man auch weiß, was man vielleicht auch in einem Konsens als schützenswert beschrieben hat, wie diese Bücher hier, die die Universität in einem Konsens als besonders schützenswert hinter Glas natürlich auch sichert. Und er hat dann gefordert, dass man solche Verzeichnisse anlegen sollte von Denkmälern, von wichtigen Orten. Und diese Verzeichnisse gibt es in Deutschland, in fast jedem Bundesland, digital, manchmal, zumeist in großen Beständen noch analog. Da haben wir alle die gleichen Probleme, dass wir natürlich endlos Altbestände haben an analogen Dokumentationen, die nicht digital zur Verfügung stehen. Das ist aber nicht überall so. Wir hatten eine Konferenz zwischen Vertretern der Europäischen und der Afrikanischen Union. Und die Kollegen aus Afrika sagten in ganz unterschiedlicher Form, sie haben nichts. Sie haben einmal nichts, weil wir eine asymmetrische Forschungsvergangenheit haben, weil die Dokumente bei uns liegen, der Forschung. Und sie haben manchmal nichts, weil es auch zerstört worden ist. Die Kollegin aus Liberia sagte so nett mit einem also bemerkenswerten, einer bemerkenswerten Selbstkritik, naja, in Liberia sei es eigentlich ganz schön, sie hätten beim letzten Bürgerkrieg eigentlich alles zerschlagen, deswegen könnten sie wieder neu anfangen. Das ist auch eine Sicht natürlich der Dinge. Wir haben aber diese Archive und zum Beispiel das größte Archiv zur Archäologie des Sudan. Und stellt sich die Frage, wie gehen wir heute damit um? Wie gehen wir mit dem Wissen, also in einer globalisierten Welt, geisteswissenschaftlich um, was wir hier haben und was in den Ländern nicht ist? Das geht bei Manuskripten, fängt es an, es geht um Dokumentationen und so weiter. Die meisten Länder wollen gar nicht das Original haben, weil sie wissen, dass es auch nicht immer so die Situationen im Moment sind, dass sie das pflegen, aber sie wollen es gerne natürlich digital haben. Und dabei, ach jetzt ist dieses komische Nebengeräusch endlich weg, und dabei braucht man auch wieder Serien, also dieser Archäologe Friedrich Hinkel hat in einer unendlichen Energie Fotos hergestellt und man erkennt dann auf einem Relief der 80er Jahre noch Dinge, die heute durch Sandstürme, die klimatisch bedingt sind, einfach sandgestrahlt sind und weg sind. Das heißt, es geht darum, Denkmalregister aufzubauen. Und das prägt ein wenig sozusagen archäologische IT. Also wir sind, glaube ich, den universitären Repositorien näher als jetzt den Anwendertools, weil wir auf einer ersten Ebene zumindest im DAI versuchen, die Daten wirklich vorzuhalten, diese unendlichen Mengen. Und ich kann Ihnen allerdings auch sagen, die Digitalisierung eines Archivs wie Friedrich Hinkel oder auch Syriens kostet so um die 1,2 bis 1,5 Millionen Euro, um einfach mal so unsere Erfahrungswert-Hausnummern zu sagen. Das heißt, im Grunde ist ein riesiger Bedarf da, auch
an Grundlagen, um so etwas zu digitalisieren. Auf einer zweiten Ebene, der einfach Datenvorhaltung, die alle strukturiert in Datenbanken machen, interessieren uns, was heute auch schon mehrfach bei den spannenden Tools vorkam von Daria, dass die Daten natürlich irgendwie miteinander kommunizieren. Und wenn Sie sich vorstellen, wir arbeiten weltweit, ist eines der großen Probleme die Benennung von Ortsnamen, die natürlich querbeet gehen. Das heißt, wir haben natürlich so ein Gazetteer, den wir weiterentwickeln. Uns interessiert aber auch, was heute vorkam, die Mehrsprachigkeit. Denn was hilft es uns, wenn unsere wunderbaren Daten dann von einem sudanesischen Kollegen, der keine der Standardsprachen beherrscht, die irgendwo zwischen Englisch, Französisch, Russisch und so weiter laufen, dann keinen Zugriff hat. Also arbeiten wir jetzt an einem Fachwörterbuch für Arabisch, haben wir schon ziemlich viel drin, Chinesisch auch. Und jetzt sind wir bei Farsi, weil unsere iranischen Kollegen sagten, das hätten sie jetzt auch gerne. Und versuchen dann das Gleiche für Chronologie. Das ist ein großes Problem. Sie können zum 2. Jahrhundert nach Zeit der Adoptivkaiser sagen oder mittlere Kaiserzeit oder irgendetwas, aber Sie können damit natürlich kein Textmining dann machen oder Vergleiche herstellen. Das heißt, solche Automatisierungsprozesse, und das Verrückte an denen ist, da kann man so viele schöne Tools machen, es ist noch viel händische Arbeit immer. Also das unterschätzt man, glaube ich, bei all diesen Dingen, ne? Das, die Toolentwicklung ist das eine, aber diese Kuratierung im Grunde und das Anfüllen mit Daten ist das andere. Und dann, das sind natürlich auch die Inputs, die wir immer gerne auch von Daria bekommen, versuchen wir das Ganze natürlich auszuwerten, auch über Textmining, natürlich Data Mining, Pattern Recognition, habe ich schon gesagt, also Mustererkennung, Formerkennung und natürlich auch über einen Geo-Server. Was wir als besondere Spezialität haben, ist eigentlich, wenn wir jetzt die ganzen Daten so super gesammelt haben und haben so wunderbar die ganzen Archivalien, die das DRI und das Museum für Islamische Kunst zu Syrien besitzt, digitalisiert. Was machen wir dann eigentlich damit? Also haben wir die asymmetrische Forschungssituation aufgelöst damit oder haben wir sie nicht aufgelöst? Also stellt sich die Frage im internationalen Diskussionen, wohin mit unseren Syrien-Daten? Und dann gibt es durchaus Vorschläge, dass man die dann in ein Einheitssystem hineinbringen soll. Und dann wird gerne das Getty-System ARCHES genannt, Heritage Inventory and Management System. Aber dann kommen sie natürlich auch in interessante internationale Fragen hinein. Also es gibt schon noch eine ganze Reihe Länder, die ausgesprochen ungern ein amerikanisches Zielsystem haben, um ihre Daten da abzulegen. Das ist nicht unähnlich gewissen Debatten, die man in Deutschland auch hat, ne? Dass man so seine Daten nicht unbedingt immer so ganz gerne jedem und Open Access zur Verfügung stellen will. Für uns war die Sache vollkommen klar. Also für uns ist der Partner der syrische Antikendienst, das sind unsere Kollegen. Wir haben keine politische Haltung zu niemanden im Moment programmieren jetzt mit den Kollegen Schnittstellen, die kommen über, also aus Damaskus zu Workshops nach Berlin und gehen dann wieder zurück. Und wir sind sozusagen dabei zu sagen, unser Zielsystem ist natürlich das des Landes. Alles andere wäre, wir gehören zum Auswärtigen Amt, kulturpolitisch einfach ein absolutes No-Go. Das heißt, unsere Situation ist ein bisschen komplexer, als wenn man sozusagen an deutschen Daten in Deutschland forscht. Da wird es schwieriger. Das andere, was uns umtreibt, und das ist sozusagen die letzte kurze Schleife der Digital Humanities Herausforderungen und Perspektiven aus archäologischer Sicht ist, Ausgraben bedeutet zerstören. Also manchmal passiert es einfach über den Straßenbau. Im Bild oben links sehen Sie so eine schöne Schneise durch so einen Siedlungshügel. Das wurde beim Straßenbau von einem Bulldozer gemacht. Und dann kann man so in der Wand erkennen, was da ungefähr war. Da ist nichts mehr zu machen. Das ist einfach verloren, weil es weggeschoben ist. Rechts sehen Sie einen Grabungsschnitt. Und bei jedem, also sie graben ja sozusagen von oben nach unten. Und alles, was sie auf dem Weg nach unten nicht dokumentieren, ist für immer verloren. Das heißt, wir haben einen sehr sensiblen Umgang entwickelt mit Dokumentation, ne? Weil Graben eben wirklich zerstören auch bedeutet. Nun haben wir das Riesenproblem, dass wir immer mehr Daten digital in diesem Prozess erheben und dabei auch nicht wirklich eine Lösung haben. Also klar,
Die Bibliotheken und so haben super Standards gesetzt für Bilder, für PDFs, für Texte. Das ist sozusagen in der Langzeitsicherung in gewisser Weise noch unterkomplex. Aber wenn Sie 3D-Scans haben, wenn Sie AutoCAD-Pläne haben, wird es sehr viel komplizierter. Und es stellt sich die Frage, wie sichert man die langfristig? Wir haben dazu ein Projekt, vielmehr mein Kollege Otwin Dalli, ins Leben gerufen, um uns auch mit dem üblichen Problem zu beschäftigen, was auch die deutsche Forschungsgemeinschaft umtreibt. Früher war das Projektende die Publikation. Der Karteikasten, ne, das kennen Sie, wurde vielleicht an ein Institut gegeben, falls einer mit einem individuellen Karteikasten was anfangen konnte. Meist erbte ihn eventuell die Witwe, wenn der Forscher, der männliche Professor, vorverstorben war. Spätestens die Enkel werden den Karteikasten liebevoll entsorgen. Das heißt, das hat ja zu der Frage geführt, wie geht man eigentlich mit Forschungsdaten um? Und das ist das digitale Problem hat es nur verschoben. Das ist dann nicht mehr der physische Wegwerf- und Entsorgungsprozess, sondern es geht sogar noch viel schneller. Und dann haben wir mal eine Umfrage gemacht, wie man speichert. Die meisten natürlich, klar, auf ihrem Heimcomputer. Es waren mehrfach Antworten möglich. Und auf einer Festplatte oder Ähnlichem. Wir haben nicht mehr nach Floppy-Disks gefragt. Manche sogar in Netzwerken, also auf lokalen Servern, schon sehr, sehr viel weniger. Da geht die Liste nach oben, ne? In Rechenzentren. Und fast niemand in wirklichen gepflegten Repositorien mit Archivierungssystemen. Archivierungspflicht in der Archäologie gibt es in den Bundesländern und natürlich international auch. Das heißt, wir haben solche Umfragen gemacht und haben mal versucht, es zu verstehen und entwickeln. Am DRI natürlich auf den internationalen Standards, die natürlich andere schon entwickelt haben, aufbauend Archivierungssysteme für archäologische Daten. Und das, was dabei hervortritt, ist natürlich, dass es zwei Optionen gibt, die wir beide fahren. Das eine ist, dass wir versuchen, Open-Context-Angebote ewig weiter zu pflegen, eben indem man Datenbanken immer wieder auf den neuesten Stand bringt, technisch migriert, dann aber auch professionelle Datenarchive schafft. Und da fängt nun unser Hauptproblem an. Technisch, ne, ist es nicht mehr das Problem. Also man hat Cloud-Technologien, man hat natürlich die ganzen Server. Das Hauptproblem, und das ist auch eine Frage von Fehlen von Ausbildungsprofilen, ist, wer kuratiert es eigentlich? Ne? Also wenn Sie so einen Individualarchäologen haben, der Ihnen so seinen Datenmüll auf Kassette abgibt oder ne, auf einer Festplatte, also das ist schon nicht ganz trivial. Ne? Und gleichzeitig ist ja das Spannende dabei, was dann geisteswissenschaftlich spannend ist, in der Art, wie jemand ein GIS gemacht hat oder in der Art, wie jemand seine Daten sortiert hat, steckt ja auch wissenschaftsgeschichtlich unendlich spannendes Potenzial. Und die Frage ist, zerlegt man das dann alles und überführt es in Standardsysteme oder kann man eigentlich diese Individualleistung mit abbilden? Und da sind wir in vielen Bereichen noch nicht so weit, auch mit der Datenpublikation noch nicht, dass man diese intellektuellen Zwischenspielräume abbilden kann. Das heißt also im Endeffekt so mein Individualkenntnis aus der archäologischen Sicht, ne, wie Arachne wurden viele Systeme in den 80er, 90er Jahren entwickelt, stark von Individuen getragen. Der gestiegene Datenzugriff machte dann diese Modernisierungen erforderlich. Da kam es zum ersten Mal dazu, dass Systeme auf der Strecke blieben. Es ist hochinteressant, wir wissen immer noch nicht, warum manche auf der Strecke geblieben sind, manche eigentlich überlebt haben. Eine große Rolle beim Überleben spielt, ob entweder ein Individuum zäh dabei geblieben ist oder ein Individuum mit einem institutionellen Hintergrund, wo die Institution dann gesagt hat, wir pflegen es weiter. Die Datenmengensteigerung ab den 2000er Jahren führte dann immer mehr dazu, dass die Datensicherung und langfristige Zugänglichkeit natürlich das Hauptproblem wird. Und in den letzten Jahren haben wir sehr unterschiedliche Lösungen, die vielleicht auch alle nebeneinander funktionieren und ihren Sinn haben. Das kann man jetzt leider, also ich jedenfalls in keiner Weise sagen.
Und es gibt einen aktuellen Trend, dass man disziplinenübergreifende Datenrepositorien schafft, wo aber das Problem besteht, wenn Sie so einen Gemischtwarenladen haben, wie viele kleine Fächer, wer kuratiert eigentlich? Also ich kann bestimmten archäologischen Kram kuratieren, das würde ich mir zutrauen, anderes wieder nicht. Das heißt, wir haben im Grunde so eine Art Moving Target im Moment und wir haben das, was Herr Förtsch immer liebevoll Permanent Better nennt, also so stetige Anpassungen und Entwicklungen. Und im Endeffekt ist die Frage, brauchen wir Management von Vielfalt, auch die Produktivität von Vielfalt oder einheitlichere Systeme? Und das alles in meiner Perspektive natürlich gerichtet auf Fragen des Wiederaufbaus, wie hier in Palmyra, der Frage, wie kann man Grundlagen schaffen für die Kollegen, dass sie hinterher das wieder aufbauen können. Und aktuell machen wir das ganz pragmatisch. Wir bilden nicht nur Archäologen aus und weiter im Libanon, in Jordanien, in der Türkei, sondern auch Bauhütten. Und so sind wir in einer ganz spezifischen Form virtuell, aber auch sehr erd- und dingbezogen. Und mit dem Blick auf dem DRI Under Construction möchte ich Sie dann auch in, oh, ich habe genau 49 Minuten und 34 gebraucht, in den entsprechenden Empfang entlassen und zu einem Umtrunk schicken, von dem mir erzählt wurde. Vielmehr hat es unten schon gerochen, dass er lockt und uns dann in weitere Gespräche führen könnte.